Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der letzten Folge haben wir ja den Chairman's Cup begonnen. Das ist gerade ein neuer Pokal, den man spielen kann. Und da gab es in der letzten Folge einen Squad Builder plus zwei Spiele. Warum zwei? Weil der Gegner hier im ersten Spiel im Achtelfinale nach dem 3:0 in der 18. Minute oder sowas rausgegangen ist. Und dann habe ich noch ein zweites Spiel gemacht und das ging 6:2 aus, wobei man sagen muss, bis zur 90. Minute war ich im Rückstand und konnte mich dann auch mit Ach und Krach in die Verlängerung retten, wo ich dann das Spiel gewinnen konnte. Und jetzt hatte ich es jetzt mal angekündigt, wird es jetzt hier in dieser Folge einen weiteren Squad-Builder geben, weil es gibt auch ein zweites Team. Und das Team habe ich diesmal nicht zusammengebaut, sondern das wurde vorgeschlagen im Bipart Gaming Forum. Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, unsere Webseite ist jetzt online. Da gibt es auch ein Forum und da habe ich gefragt, ja, was so für Teams von euch gebaut wurden. Und von Heinern, glaube ich, kam der Vorschlag für dieses Team, was ich jetzt hier quasi als Squad-Builder zeigen möchte. Und ich habe mich für dieses Team entschieden, weil ich es eigentlich ziemlich cool fand. Interessante Spieler drin, die ich noch nicht gespielt habe. Und ich finde auch, es ist sehr anspruchsvoll, im 4-2-3-1 so ein Team zu bauen. Und von daher habe ich das dann sehr gerne genommen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach diesmal bei einem Torhüter an. Und da haben wir Minolet, ein belgischer Torhüter aus der Premier League. Ist, glaube ich, auch recht groß. 1,93, ja, das passt. Ist jetzt nicht so die Übergranate, aber geht absolut in Ordnung. Dann haben wir auf der einen Innenverteidigerposition Skrittel. Ich hoffe, er wird irgendwie so ausgesprochen. Skrittel. Jedenfalls, ja, auch hier nicht überragend. Ich kann auch mir vorstellen, dass es für die beiden andere Lösungen gibt. Ihr seht das ja gleich, wie das Team zusammengestellt ist, dass man die beiden auch ersetzen kann. Aber ich wollte nicht noch mehr Zeit in Team oder Squad bilden investieren, weil ich habe schon selber sehr lange rumprobiert gehabt. Dann machen wir weiter. Wir machen mit dem Linksverteidiger weiter, denn da haben wir José Enrique, auch noch aus der Premier League. Da haben wir hier so eine Dreierkombination aus Liverpool-Spielern. Bei Liverpool läuft es ja diese Saison wieder sehr gut, muss man sagen. Und das dann dazu, José Enrique, 79 Tempo, ist ein bisschen langsam für einen Außenverteidiger, aber ich bekomme das hoffentlich schon hin. Jetzt machen wir auf der rechten Seite weiter, denn da habt ihr ja schon gesehen, habe ich einen Innenverteidiger aus der türkischen Liga, Jetyu. Und er sieht ganz solide aus, muss ich sagen. 69 Tempo ist eigentlich ganz okay. 83 Defensive, 85 Kopfball sind sehr gute Werte oder sind sehr vernünftige Werte für einen Innenverteidiger. Guck mal kurz auf die Arbeitsraten. Mittel, okay. 1,85 ist vielleicht ein Ticken zu klein für einen Innenverteidiger. Aber ich hoffe, das wird nicht der Faktor sein. 1,91 über das Krittel ist da doch ein bisschen besser anzuschauen. Auch die Arbeitsraten mit mittelhoch deutlich besser. Auf der rechten Verteidigerposition haben wir dann einen weiteren Spieler aus der türkischen Liga von Galatasaray. Sarıoğlu, den habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon mal gespielt. Und ist es schon Galatasaray, oder? Es ist Galatasaray. Und er mit 90 Tempo, den habe ich letztes Jahr schon gespielt, da war er noch Silber. Jetzt ist er Gold und dadurch recht günstig mit 700 Münzen. Und auf der ZDM-Position dann der letzte Spieler aus der türkischen Liga, nämlich Felipe Melo. Und jetzt habt ihr auch schon den zweiten ZDM gesehen auf der linken Seite. Also Felipe Melo finde ich sehr gut. Schaut euch mal an hier. 75 Tempo, 75 Schießen, 75 Passen, 76 Dribbling, 80 Defensive, 80 Kopfball. Mehr Allrounder geht, glaube ich, nicht. Er kann irgendwie alles. Hoch Arbeitsraten, irgendwie habe ich mir schon fast gedacht. Also eher komplette Allrounder. Irgendwie bringt er alles mit. Dann auf der linken Seite habt ihr schon gesehen, Xabi Alonso mit 55 Tempo natürlich recht langsam. Bei ZDM ist es mir nicht ganz so wichtig und von daher denke ich, komme ich mit ihm klar. 88 Passen bei ihm, was natürlich sein herausragender Wert ist. Ein wirklich hervorragender Passgeber, vor allem lange Pässe. Und ich hoffe doch, dass ich da das eine oder andere Mal auch die Spieler vorne in Szene setzen kann. Die seht ihr ja gleich. Ihr könnt euch ja schon mal denken. Ein Spieler könnt ihr euch, glaube ich, schon sehr gut vorstellen, nämlich auf der linken ZOM-Position. Da werde ich aber jetzt ein bisschen spezifizieren, sodass ich da nicht alle auf einmal sehe. Da haben wir nämlich auch aus der Liga BBVA Isco. Er natürlich Spanier, Real Madrid. Das passt auch gut mit dem Hyperlink hier zwischen den beiden. Und Isco hatte ich schon mal gespielt. Ein sehr guter Dribbler, quirliger Typ. Von daher würde ich ihn sehr gerne nochmal spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz interessant wird mit den drei Spielern, die ich jetzt noch weiter vorne habe. Also vor allem die beiden anderen ZOMs, weil es auch sehr quirlige Spieler sind.
Also gut, quirlig ist vielleicht bei dem einen ein bisschen übertrieben, aber dribbelstark auf jeden Fall. Denn hier in der Mitte haben wir nicht jemanden aus der Liga BBVA, sondern aus der Serie A. Und da werde ich noch die Nation anstellen, das ist Brasilien. Denn es ist Kaká. Und Kaká, muss ich sagen, ich glaube, das habe ich schon mal letztens erzählt, ich bin irgendwo ein Fan von Kaká. Ich fand ihn einfach damals auch, als er vorher schon 2006, 2007, 2008 noch bei AC Milan gespielt hat, da war er überragend. Und ich habe ihn noch aus dieser Zeit so gut in Erinnerung und von daher feiere ich ihn auch. Und ich finde ihn auch eigentlich immer in FIFA sehr angenehm zu spielen. Er hat eigentlich einen sehr guten Finesse-Schuss. 4-4 hat er jetzt hier gerade hoch, geringe Arbeitsraten, ist schon auch interessant. Er hat nicht so eine gute Sprungkraft, aber mit 1,86 ist er eigentlich für einen ZOM recht groß gewachsen. Und von daher macht er auch immer das eine oder andere Kopfballtor. Ich finde ihn eigentlich immer recht interessant und ich finde ihn auch, wie gesagt, im richtigen Fußball eigentlich einen sehr, sehr coolen Spielertypen. Ich bin Kaká-Fan, also absolut. Und dann auf der rechten Seite ein neuer Spieler in der Serie A. Und das fand ich auch so cool an dem Team, dass ich jetzt hier einen Spieler drin habe, der gerade erst gewechselt ist und jetzt ja neu drin ist. Das Problem ist natürlich daran, dass ich bei ihm Verlust machen werde, weil solche Spieler sind am Anfang meistens immer ein bisschen teurer und werden dann immer, immer günstiger, bis dann sich der Normalpreis einpendelt. Und wenn ich jetzt hier Japan eingebe und Serie A, dann ist irgendwo klar, dass das Honda ist, der jetzt auch zu AC Mailand gewechselt ist. Und Honda auch, habe ich schon gespielt, merke ich gerade. Bei Honda ist einfach das Bemerkenswerte sind die Freistoßwerte. Er hat wirklich sehr, sehr gute Freistoßwerte. Und ich hoffe, ich werde auch das eine oder andere Mal dazu kommen, das zu zeigen. Und dann zu allerletzt ein weiterer Spieler vom AC Milan. Und das ist kein Japaner, sondern das ist Italiener. Und er ist auch ein Typ. Er ist ein Typ. Wenn es irgendeinen Typen momentan im Fußball gibt, im internationalen Fußball, dann ist es Balotelli. Ich glaube, bei ihm, ich brauche zu ihm nichts zu sagen. Jeder kennt ihn. Das ist, ich brauche, jedes Wort zu ihm ist einfach zu viel. Er ist einfach ein Typ. Und damit ist dieses Team fertig und ich fand es einfach sehr cool zusammengestellt. Interessante Spieler drin, ich hätte es fast gesagt, interessante Typen drin, aber das habe ich eben schon zu überbetont. Und von daher bin ich sehr gespannt, wie dieses Team sich spielen lässt. Den Trainer hatten wir schon hinzugefügt. Und dann können wir auch jetzt hier fortsetzen im Halbfinale vom Champions Cup. Ich hoffe doch, dass mein Sieg im Viertelfinale, wo ich mich in der Verlängerung durchsetzen konnte, nicht umsonst war und dass ich jetzt hier im Halbfinale ausscheide, das wäre sehr schade. Aber das wird sich jetzt gleich zeigen. Es kann sein, dass ich sehr lange für einen Gegner suchen brauche und von daher werde ich wahrscheinlich hier cutten. So, ich habe jetzt echt ewig gesucht für einen Gegner, aber ich habe einen gefunden und das auch noch mit einer richtig guten Verbindung. Von daher können wir gerne loslegen. Oh, ich glaube, ich habe 10, 15 Minuten oder sowas gesucht. Ich wollte eigentlich schon aufgeben, habe gesagt, gut, ich werde dann wahrscheinlich erst am nächsten Tag aufzeichnen können. Aber es hat geklappt und der Gegner in einem 4-4-2, die typische Formation quasi für dieses Turnier. Und der hat auch da nicht ganz optimal alles geschafft. Nur 92 Teamchemie und ein Bronze-Außenverteidiger. Ich kann mir vorstellen, dass er einen Wechsel durchführen wird. Und jetzt schauen wir mal, was dieses Team hier bringt. Ich muss jetzt erstmal wieder so richtig in Kommentierlaune kommen, weil ich war jetzt gerade quasi nebenbei am PC und habe ein bisschen was im Forum nachgeschaut, ein bisschen was gelesen. Und dann habe ich endlich einen Gegner gefunden. Zwischendrin natürlich immer nochmal auf X gedrückt, damit ich einen Gegner suche. Jetzt läuft er einfach hier schön durch mit Guarin. Boah, ich finde, da Guarin hat er natürlich auch einen guten Schuss. Da hatte ich jetzt gerade schon ein bisschen Bedenken, dass er den mir in den Winkel zwinkelt. Das macht keinen Sinn. Ja. Was ich interessant finde, ist auf jeden Fall die Kameraperspektive hier im Stadion. Merkt man auf jeden Fall direkt, dass man in einem anderen Stadion spielt. Der Flaggenwechsel war eigentlich nicht so gut. Trotzdem geklappt. Müssen wir abbrechen. Ich spiele mal auf Isco. Oh, schöner Ball. Kommt die Flanke auf Balotelli. Er kommt nicht ran. Santana noch vorher dran. Aber Alonso, ein guter Schuss. Aber leider dauert es zu lange. Habe ich mir leider ein bisschen zu weit vorgelegt. Oh, stark, richtig stark rausgespielt. Hat Berbiani mit einem der schnellsten Spieler im Spiel. Neben Bolli und Walcott. Wow. Oh, lieber zurück zum Torhüter. Der Gegner hat einen Megadruck. Aber wir haben Zeit am Ball. Das ist das Wichtigste. Und dann kann man schön entspannt hier solche Bälle spielen. Scheiße.
Dann halt eben auch nicht mehr. Oh, fuck, ist das ein Ding, ey. Wer war denn das? Oscar. Oh, jetzt geht der raus. Was für ein... Oh, es war so klar, dass ich irgendwann mal auf einen treffen werde, der den Glitch ausnutzt. Boah, ist das hässlich. Ich suche 15 Minuten für einen scheiß Gegner, um dann eine 11 Minuten in Rückstand zu geraten und der Gegner geht raus. Boah, ist das aufregend. Ja, zum Treffer brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ich hatte ihn fast rausspielen können, den Ball, und Oscar hat sich aber leider dann doch wieder noch vor den Gegnern gebracht und schießt dann einfach durch meinen Gegner, ja, ins Tor. Und ich werde jetzt nochmal probieren, einen weiteren Gegner zu finden, aber es kann sein, dass ich einfach jetzt um die Uhrzeit, wir haben jetzt, glaube ich, gerade 3:30 nachts, keinen Gegner finde. Ich werde es nochmal probieren, aber oh, vielleicht bekomme ich jetzt gerade den gleichen Gegner. Aber das ging jetzt überraschend schnell. Ich habe gerade ohne Scheiß 15 Minuten lang für einen Gegner gesucht. Warum finde ich denn das Raid wieder neu? Egal. Ich nehme es dankend an. Rampage heißt sein Team. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Er hat einen 4-1-2-1-2. Hat 100 Chemie, was schon mal gut ist. Hat Bundesliga, Serie A, Bundesliga, Premier League und die Premier Division. Also, ja, die stärksten Ligen eigentlich an sich drin. Mal überlegen. Ja, stärksten Ligen. Aber irgendeine fehlt. Ne, er hat alles drin. Egal. Schauen wir jetzt mal, was jetzt hier geht, weil ich möchte jetzt hier nicht nochmal wieder in Rückstand geraten. Das hat mich hier ein bisschen angekotzt. Ich meine, es blieb ohne Konsequenz. Oh, oh, oh. Aber ich mag das nicht, so Spiele nicht zu verlieren, weil der Gegner rausgegangen ist. Ich möchte gerne spielerisch gegen den Gegner gewinnen und mich so durchsetzen. Der Gegner ist ja tricky. Hat er angefangen mit Ben Arfa mit einem Heal-Job. Jetzt hat er gerade einen Scoop-Turn gemacht. Also, er steht auf die Schusstäuschung, habe ich das Gefühl. Kawaii hat sich jetzt erstmal nach 5 Minuten verletzt. Mal jetzt auf Balotelli. Oder könnte er. Oh, hätte sich fast durchgesetzt mit seinem starken Körper. Oh, jetzt hier der Doppelpass versucht. Der war total missraten. Gegner sehr, sehr, sehr hektisch. In der Verteidigung, aber auch in der Offensive. So kommt es mir rüber. Aber hektisch nicht im schlechten Sinne. Aber einfach sehr auf Zack irgendwie. Also alles, was er macht, ist sehr, sehr schnell. Sehr wuselig irgendwo. Also er ist sehr unruhig irgendwie, finde ich. Ich hoffe, dass ich ihn in einer etwas ruhigeren Spielanlage ein bisschen durcheinander bekomme. Dass er sich einfach irgendwann dann nicht mehr konzentrieren kann. Also es ist aufwendig natürlich, immer so mitzudenken, zu schauen, wo er den Ball hinspielen wird, wie er darauf reagieren kann. Und dann irgendwann ist er mal unkonzentriert und dann kommt der Ball jetzt hier auf KK. Da fehlt... Oh, er setzt sich durch. Ich mache mal einen Heal-Job und KK. Ah, schade. Ein richtig geiler Heal-Job und dann auch eine gute Abschlussposition. Aber leider haben dann da ein paar Zentimeter gefehlt. Schusstäuschung jetzt hier von Alonso. Ball ist noch bei KK und das ist eigentlich faul. Das ist faul. Richtig. Ich habe mit Honda natürlich den überragenden Schützen, aber aus der Position mit Honda wird schwer. Oh, Honda ist Linksfuß. Oh, das ist interessant. Schaut euch mal die Werte an. 91. Eieiei, sehr gut. Er hat ein Spiel auf der Linie. Aber im besten Fall ist er nutzlos. Vollspann. Vollspann! Oh! Ganz knapp an der Mauer hängen geblieben. Schade. Mach ich nochmal mit Honda. Hä? Also, das war nicht Honda. Ich glaube, warum auf einmal rechts da steht. Nur jetzt steht keiner auf den kurzen Pfosten. Das finde ich doof. Deswegen muss ich mal wechseln. Ich bin den Gegner gerade richtig in Rage. Und jetzt auf den kurzen. Da ist Felipe Melo, aber... Und jetzt Isco nimmt ihn direkt, aber sehr ungenau. Hätte ich vielleicht nochmal annehmen können. Och. Stehe ich eigentlich genau dazwischen. Da wieder die Schuster schon wie. Och nein. Och, jetzt klappt das auch noch. Meine Güte, wie er jetzt an den Ball reingekommen ist. Die Schuster schon macht da richtig gut.
Jetzt, wenn er rausgeht, er geht nicht raus. Aber wie er an den Ball reingekommen ist, das ist einfach sehr ärgerlich, weil ich eigentlich, glaube ich, mit zwei Spielern hätte irgendwie an den Ball reinkommen können, aber die behindern sich gegenseitig oder spielen sich selber gegenseitig den Ball so doof raus, wodurch dann der Gegner wieder den Ball bekommt. Und das sind so widerliche Situationen, wo ich mich ein bisschen drüber ärgere, ganz ehrlich. Die Schusstäuschungen haben sie ihm ein bisschen angetan. Es ärgert mich auch hier, dass ich, obwohl er ständig Schusstäuschungen macht, auf die eine Schusstäuschung da reinfalle. Aber die hat er gut gemacht. Trotzdem ärgert es mich total. Aber ist noch nichts verloren. Erst 22. Minute. Komm, weiter. Och, was spielst du denn da, Balotelli? Oben läuft jetzt hier Honda. Linksfuß, wie gesagt. Mal ein Heatshop oder eine Schusstäuschung. Oh. Hat er noch? Hat er noch? Hat er noch? Jetzt kommt die Flanke. Da ist KK. Er setzt sich auch durch und köpft den Ball an den Pfosten. Aber aus der Position ist das nicht so verwunderlich. Der Winkel war extrem spitz. Gehen wir weiter? Oh. Der Gegner ist gut. Das ist jetzt zum Beispiel richtig stark. Das ist so eine Kleinigkeit, aber da merke ich, der weiß was richtig, was er tut. Da den Ball ins Ausgehen zu lassen, den Ball doch ins Ausgehen zu lassen, ist genau richtig. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Es wird schwer gegen den Gegner. Oh, schöne Doppelpasskombination zwischen Honda und Balotelli. Jetzt kommt die Flanke. Balotelli kommt nicht rein. Ja, das Problem war, ich hätte noch ein bisschen warten müssen mit der Flanke. Und dann hätte sie nicht mehr schlagen können. Und deswegen. Oh, wie wenig da gefehlt hat. Die Übersteiger zur Grundlinie, die sind so stark. Und da hat es fast perfekt gepasst. Da hätte ich mich vor den Gegner setzen können und dann wäre KK durch gewesen. Schade. Schöne Doppelpasskombination wieder hier. Hier kurz. Das gefällt mir nicht. Jena spielt nach meinem Empfinden immer noch zu schnell in die Spitze. Also probiert immer zu schnell eigentlich einen Steilpass in die Spitze zu spielen. Ohne dass er es wirklich schön vorbereitet. Und das könnte er auf jeden Fall noch besser machen. Ansonsten sehe ich schon sehr gute Sachen. Da schon wieder. Also das ist eigentlich nur ein Pass, der wird sehr häufig nicht ankommen, weil er einfach viel zu hektisch gespielt ist. Macht jetzt gleich nochmal eine Schusstäuschung. Ja, jetzt komm. Ach, ist das ärgerlich. Ich weiß ganz genau, was er macht und es funktioniert trotzdem. Meine Güte. Einfach mal den Ball da rausspielen, Kollegen. Wenn ihr schon im Weg steht. Kopfballduell gewinnen, das wäre so wichtig gewesen. Balotelli stand da nämlich. Wenn er den Ball dann bekommt, dann ist kein Verteidiger da. Und dann schießt Balotelli ihn rein. Jetzt köpft er ihn hoffentlich rein. Nee. KK? Boah. Filippi Melo. Flanke. Da ist KK, aber setzt sich nicht durch. Balotelli jetzt hier aus dem Schuss, aber. Da! Oh, komm, Isco angenommen und dann der Anschlusstreffer und ich denke, der ist jetzt mal verdient. Ich denke, sehr schön gespielt, hier schöne, einfach nur direkt dann durch die Gasse durchgesteckt. Es war eine sehr konfuse Situation, habe ich natürlich Glück, dass er beim Raustackeln des Balles mir in die Füße spielt. Er macht den Anschlusstrick. Aber der wird nicht funktionieren. Aber ansonsten denke ich dann sehr schnell reagiert, schnell durchgesteckt auf Isco und der dann auch mit einem sehr guten Abschluss, der wird, ich denke, 50% wird er reingehen, 50% eben nicht. Oh, ist das ärgerlich. Wenn man sich mal die Werte anschaut, ne? 61% Ballbesitz, mehr Schüsse, deutlich bessere Passgenauigkeit. Ist es schon ein bisschen frustrierend, dass ich halt noch hinten liege, aber die Werte sind arg verfälscht. Aber an der niedrigen Passgenauigkeit sieht man halt sehr gut die Spielanlage vom Gegner. Sehr schnell dann in die Spitze und dann probiert er über Schusstäuschungen vielleicht nur das 1 gegen 1 zu entscheiden. Und ist ihm zweimal gelungen, das muss man natürlich auch sagen. Ich wollte eigentlich hier
und was ganz anderes machen. Oh, jetzt pfeift er den Freistoß 5 Sekunden später. Sah ganz schön gefährlich aus, muss ich sagen. Finde ich gerade krass, wie er den antizipiert. So, jetzt, ne? Also er macht halt immer die Schusstäuschung in die Mitte rein. Das hätte mich jetzt so mega frustriert, wenn es schon wieder geklappt hätte. Jo, ich spiele Flankenwechsel und Flankenwechsel. Und dann der Ball hier, Ball. Oh, der ist im Abseits. Oh. Aber ich glaube, das war recht deutlich. Oh. Schade. Bitter, dass das Abseits gepfiffen wird, oder? Ich meine, das war nie im Leben so geplant von mir. Von daher, okay, aber immer diese Schusstäuschung. Also, irgendwann ist dann aber auch gut. Das war nicht geplant, aber dennoch hätte es natürlich dann trotzdem den Treffer geben können, sehr gerne. Der lässt den einfach frei, okay. Aber der Gegner, ich bin echt überrascht. Der denkt wirklich mit. Der weiß, dass ich diese Abstöße dahin spiele. Oh, shit. Das war nicht so gut, aber er behält trotzdem den Ball, ne? Er macht einen Heal und macht einen Foot-to-Foot in mich hinein. Aber er behält ihn trotzdem. So. Das Problem ist, was ich immer wieder gerade hier merke, meine Spieler sind nicht die schnellsten. Boah, ist das ein wichtiges Tackle. Und häufig oder immer mal wieder wird es hier auch einen Elfmeter geben. Ich habe gerade zwei Szenen im Kopf, wo das letztens einen Elfmeter gab. Weil ich da direkt einen Übersteiger in die Mitte mache. Und der Gegner direkt dran ist. Häufig wird es da, wie gesagt. Oh ja, der kommt gut. Oh! Alter, Honda, nimm den Ball an! Sollte eine Schusstäuschung zur Ballannahme werden. Geworden ist es ein Pass zum Gegner. So, also hier, das ist so ein Pass in die Spitze. Sehr unbeholfen. Sehr überhastet. Deswegen auch die niedrige Passgenauigkeit beim Gegner. Aber er verteidigt eigentlich an sich sehr gut, muss ich sagen. Ich bin sehr am Kämpfen. Ich muss mit allen Tricks spielen, um hier mir den Raum so zu arbeiten. Probieren wir einfach mal die Flanke auf Balotelli. Da ist er. Da ist Kaká. Und dann der Nachkopfball. Und dann gibt es den Abstoß. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber es ist kein Tor geworden. Mann, ich hatte schon wirklich gute Situationen, aber ich werde nicht belohnt. Ich bin eigentlich recht zufrieden, wie ich mir wieder auch, obwohl er gut verteidigt, Situationen arbeiten kann. Ach, Mist. So ein typischer Ball, den man nicht spielen sollte, weil der Gegner einfach weg. Der Mitspieler einfach wegläuft. Jetzt kommt der auch noch an. Sehr schön rausgespielt. Sehr wichtig. Der Foot-to-Foot wäre richtig fast gut gekommen. Und dann hätte ich dann den letzten Gegner auch an mich vorbeigesetzt. Und dann ist Balotelli durch. Und jetzt schon wieder so ein einfacher Einlass plus 3. Und jetzt machen wir hier, komm. Auf Isco. Der nimmt ihn auch an. Sergio Ramos setzt sich dann aber davor und spielt den Ball raus. In dem Spiel die kleinen marginalen Situationen, die laufen nicht für mich. Kommt gleich wieder L1 plus 3. Oh, schöner Foot-to-Foot. Und dann auch ein schöner Pass in die Spitze.
Aber hier zu viel gewollt mit dem Schusstäuschung. Wenn er das anders macht, ich hätte, denke, er hätte auch den Abschluss mit Balotelli suchen können. Uiuiui. Oh. Komm auf Kaká. Oh! Wie gesagt, die kleinen marginalen Sachen, sie klappen einfach. Oder sie laufen im Spiel gegen mich. Oh, ist das eng, Mann! Es war so eine gute Idee, da auf Kaká zu passen. Und jetzt oh, probiert das einfach mit der 1+3. Es ist so bitter. Komm auf Balotelli. Oh, Kaká. Kaká? No, er checkt's nicht, was los ist. Oh, jetzt 90. Minute gleich. Oh. Ist das da eng? Ist das da eng? Och, spiel ihn doch bitte raus. Ach, Kacke, Mann. Jetzt ist der Controller aufs Bett geflogen. Weil der Spieler überhaupt nicht checkt, was Sache ist. Anstatt den Ball so... Och, Kacke. Och, Mann. Im Endeffekt haben wir die scheiß zwei Schusstäuschung und das Spiel entschieden. Sonst hätte der Gegner nicht viel auf die Reihe bekommen. Er hat gut verteidigt. Er hat... Aber... Ah! Er hat gut verteidigt, das kann ich auf jeden Fall sagen. Er hat mich immer wieder unter Druck setzen können. Die L1+3-Ex-Pässe sind halt, die er spielt, scheiße. Das muss ich ganz klar so sagen. Wenn er das anders macht, dann ist das ein richtig, richtig, richtig guter Spieler. Aber ich denke, dass ich deutlich mehr vom Spiel hatte. Ma! Ärgerlich. Da, das meine ich. Warum? Das ist das Problem. Die sind ja zu zweit, ne? Die Situation ist komplett ungefährlich dadurch, weil ich hier den Ball schon rausspiele. Was macht mein Spieler hier, anstatt einfach weiterzulaufen und zu sagen, oh, okay, ich nehme diesen Ball auf und danach spiele ich ihn raus. Er grätscht. Ich habe hundertprozentig nicht Grätsche gedrückt, weil ich dort in diesem Bereich nicht Grätsche drücke. Er grätscht automatisch. Was eine total behinderte Idee ist, wie man sieht. Weil dadurch dann Remy hier den Ball aufnehmen kann. Die Schusstäuschung, die ist halt wirklich punktgenau, muss man ganz klar sagen. Weil eine Sekunde später, ne, nicht mal eine Sekunde, 10, 100 Millisekunden oder sowas später, und dann ist hier der Ball rausgespielt, die kommt perfekt. Da muss man ganz klar sagen. Aber mich nervt halt, wie es dazu kommt. Weil hier zwei Spieler am Ball sind und beide verkacken es einfach. Das ärgert mich. Und dann die erste Schusstäuschung von Ben Arfa hat man hier nicht gesehen, weil die hatte ich eigentlich verteidigt. Die probiere ich eigentlich auch. Ich glaube, ich habe den Spieler, den man jetzt quasi hier links sieht, direkt schon vor dem Ball stehen. Und man sieht, wie ich extra quasi nicht jetzt weiter nach innen ziehe, sondern da stehen bleibe. Und es funktioniert trotzdem. Das ist halt so ärgerlich. Und dann schießt er hier... Oh, durch zwei Spieler durch. Ne? Durch zwei Spieler durch. Warte, ich suche nur die Kameraperspektive, wo ich frei einstellen kann. Also wirklich akkurat durch zwei Spieler durch an den Pfosten und dann kriegt er den Abpraller. Und dann auch. Okay. Ja. Aber, wie gesagt, Gegner hat gut verteidigt, hatte gute Schusstäuschung drauf. Von daher hatte er nicht schlecht gespielt. Ich denke nur, dass ich ein bisschen mehr vom Spiel hatte. Aber gut, das hat leider nicht gereicht. Und somit kann ich wieder von vorne im Chairman's Cup beginnen. Ich möchte ihn eigentlich noch gerne gewinnen. Und von daher seht ihr dann in der nächsten Folge wahrscheinlich das Achtelfinale mit dem Team, was ihr gerade gesehen habt. Darauf könnt ihr euch freuen. Ich hoffe, euch nervt das nicht so sehr, wenn ich so am Hadern bin, wenn ich da solche Gegentreffer bekomme. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wie wenig da jetzt gerade jeweils gefehlt hat, dass diese Treffer nicht fallen. Oder dass die eigentlich nicht fallen müssen, ist klar. Gut, aber das ist einfach so. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.
Oh, das war ja fast ein Wagga Wagga hier. Ihr merkt schon, mein Papa ist ein ganz, ganz... Normal bin ich ja nur ein Skiller.